So Leo, herzlich willkommen bei OC. Schön, dass du heute da bist. Danke. Erzähl doch einmal ganz kurz, wer du bist, wo du herkommst und was du beruflich machst. Ich bin der Leo, 24 Jahre alt, hauptberuflich Zerspannungsmechaniker, mache nebenbei nur Werbefilme und fotografiere gern. Ja, und jetzt bin ich da, weil ich ein Haarproblem habe. Kann es kaum erwarten. Heute geht's los. Sehr gut. Du hast das Haarproblem schon angesprochen. Du hast jetzt noch die Cap auf. Ja. Zeig doch einmal, was das Problem bei dir ist. Okay. Wann fing das Ganze bei dir an? Mit der Ausbildung, so mit 18, 19 Jahren. Mhm. War es aber eigentlich noch ganz okay am Anfang. Ich habe dann nach 1,5 Jahren mit 20 eine HT gemacht. Da ging es nur um die Geheimratsecken eigentlich. Nach 1,5 Jahren später ging es dann ungefähr los, dass sie hinten ausgefallen sind. Da war ich dann ungefähr 21 Jahre alt. Und mittlerweile ist es wirklich schlimm, wie du sehen kannst. Also kann so nicht mehr rausgehen. Also finde ich, mir gefällt es einfach nicht. Genau, jetzt bin ich hier. Okay, du hast die Haartransplantation angesprochen. Erzähl mal, wann war das? Wie viele Grafts wurden dir verpflanzt? Du hast es machen lassen? Ich habe es im Winter machen lassen, 2019 in der Türkei. 3200 Grafts waren das. Ging ungefähr 8 oder 9 Stunden die OP. Ungefähr nach 6 Monaten hat es eigentlich relativ gut ausgeschaut. Und so nach einem Jahr ungefähr später danach hat es mir schon gar nicht mehr gefallen. Ja. Okay, wie war das? Also ich weiß es von mir, ich habe auch eine Transplantation hinter mir. Mhm. Wie war es für dich während der Transplantation, wie war es so schmerzhaft? Ja, es ging. Also die erste halbe Stunde war unangenehm mit diesen Spritzen, du weißt, was ich meine. Mhm. Und dann ist der Kopf eigentlich so taub, dass du eigentlich gar nichts mehr merkst. Also es ist bloß nur wie ein Helm. Dann geht's eigentlich. Nur unwohl halt, aber keine Schmerzen. Wie war es dann die ersten Tage nach deiner Transplantation? Also Optik und dann auch das Gefühl. Beschreib mal, wie war das? Ja, es schaut schon eklig aus, muss ich sagen. aber ich habe eine Freundin gehabt, Gott sei Dank. Vor der musste ich mich nicht schämen oder so. Ist trotzdem unangenehm, so beim Schlafen auch. Auch gefährlich, weil man halt nicht dran kratzen darf und lauter so Sachen. Also du darfst wirklich keinen Kontakt haben zu den Haaren. Da gibt es eine witzige Story. Ich bin direkt nach der OP ins Auto eingestiegen. Direkt an der Decke hängen geblieben. vielleicht sind sie deshalb wieder alle weg. Das kann natürlich sein. Ja, die hängen jetzt an der Decke vom Taxi. Im Schlafen ist halt nicht so angenehm. Meine Freundin hat auf mich aufgepasst, hat mich festgehalten im Schlaf, dass sie nicht kratzt. Aber nach 48 Stunden war es eigentlich okay. Okay, und dann ist es ja normalerweise so, dass die Haare erstmal ausfallen, dann wachsen die danach nochmal neu. Wie war das bei dir? Also wie war dieser Verlauf dann der Transplantation, also im Nachgang, und wann hast du das erste Mal ein Ergebnis gesehen? Also es hat geheißen, die Haare fallen aus, ja. War bei mir aber nicht so. Also die sind irgendwie durchgewachsen, frag mich nicht. Also es war, ich glaube, nach einem Monat waren sie schon wirklich so einen halben Zentimeter lang auch. Sah halt natürlich immer noch nicht so toll aus. Ich habe sie dann auch irgendwann mal runterrasieren lassen nach 2 Monaten und einfach nochmal frisch wachsen lassen. Und dann war es nach 6 Monaten echt cool. Also hat gut ausgeschaut, ja. Okay, dann warst du nach 6 Monaten eigentlich erstmal zufrieden. Ja. Und wann fing es dann wieder an, wo du gesagt hast, okay, das Ganze gefällt mir doch nicht so gut? Ja, ungefähr dann ein Jahr nach den 6 Monaten, also so 18 Monate nach der OP. War es vorne auch noch okay, aber dann ging es halt hinten los. Und ich muss sagen, jetzt immer mehr geht es auch nach vorne, der Haarausfall. Und jetzt habe ich auch wirklich hier, wo ich sie mir einpflanzen lassen habe, hier vorne, ist auch echt Licht. Also ich vermute, dass ich oben wirklich nur noch die Haare habe, die sie mir eingepflanzt haben. Okay. Ja. Du hast jetzt gesagt, 2019 hast du die Haartransplantation machen lassen. Mhm. Was war da der Grund, dass du gesagt hast, okay, ich entscheide mich für eine Transplantation und lass erstmal nichts anderes machen, sondern gehe den Weg einer Transplantation? Ich hatte einen Arbeitskollegen, bei dem sah es echt gut aus. Und da hat sich irgendwann rausgestellt, dass er zu mir gesagt hat, hey, er hat sich Haare einpflanzen lassen. Und dann hat er mich jeden Tag irgendwie motiviert und hat mir die Nummer gegeben. Und dann habe ich da auch wirklich angeschrieben auf WhatsApp, und sie hat tatsächlich 2 Wochen später einen Termin. Und dann war es halt so verlockend, dass ich gesagt habe, ja komm, probieren wir es in 2 Wochen. Kann sich wieder alles verändern so, aber war leider nicht so. Und verglichen jetzt mit dem Tag vor der Transplantation und dem Tag heute, also kurz vor der Transplantation und heute kurz vor der Transformation, du kriegst dein Haarsystem. Ja. Vergleich das mal, war irgendwas aufregender oder ist was aufregender? Ja, also diesmal habe ich keine Angst, weil es auf jeden Fall nicht mit Schmerzen verbunden ist, hoffe ich. Und ich denke, heute hocke ich mich ins Auto und habe nice Haare so. Und bei der Transplantation schaue ich halt erstmal,
ja, nicht so gut aus. Schaut erstmal nicht so cool aus, ne. Ja. Genau, also nur für dich, dass du es auch mal weißt, du bist jetzt nicht der, der Einzige, der hier mit einer vorherigen Transplantation zu uns kommt. Also ich hatte auch vorher eine, wir haben 35% unserer Kunden, haben vorher eine Transplantation gemacht, was nicht heißt, dass die Transplantation an sich schlecht ist, aber es ist halt in vielen Fällen einfach der Haarverlust schon so weit vorangeschritten, dass man dann einfach sagt, okay, dann bietet sich vielleicht dann doch ein Haarsystem an und wie gesagt, 35% unserer Kunden kommen dann nach einer missglückten Haartransplantation zu uns, du und ich auch. Ja. Genau. Du hast dann erzählt, du warst erst zufrieden, sechs Monate, also nach 6 Monaten und dann warst du eine ganze Zeit zufrieden. Wie bist du dann auf OC gestoßen? Ja, also ich habe tatsächlich letztes Jahr überlegt, ob ich nochmal eine mache, eine HT in Stuttgart bei einem türkischen Arzt auch, der eben in Stuttgart eingeflogen wird. Hatte auch schon einen Termin, habe auch anbezahlt, habe dann aber kurzfristig abgesagt, weil ich mir nochmal durchgelesen habe in Gruppen und es hat überall geheißen, ja, wart lieber nur bis 30 Jahre alt bist. Ja, und dann habe ich halt wieder viel mit Haarausfall gegoogelt und so weiter und dann kam irgendwann hier OC und dann habe ich mir das mal angeschaut, habe auch angerufen und dann kam eben diese WhatsApp-Videoberatung und dann ging es wieder so schnell und als ich Chris gesehen habe, dachte ich mir so direkt, what the fuck, ich brauch das auch. Ich brauch das, ja. Und ja, da war ich schon über, da hat er mich schon überredet. Ja. Du hättest ja jetzt auch nach dieser ersten missglückten Haartransplantation einfach sagen können, okay, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich rasiere mir einfach den Kopf und lebe so mein Leben. Warum ist das für dich keine Alternative? Also wie sieht das so gefühlstechnisch dann aus bei dir? Also ich habe es versucht. Es steht mir einfach nicht. Ich denke, das Problem ist auch, mein ganzes Umfeld, die haben alle Haare. Ja, und dann kommt er echt mit einer Glatze. Es steht mir auch einfach nicht, muss ich sagen. Und ich habe mir einfach tierisch eingeschränkt die letzte Zeit. Ich habe es mir halt selber zu einem Riesenproblem gemacht. Ich war nicht mehr am See. Habe eigentlich nichts mehr unternommen, wo jetzt meine Haare zeigen müsste. Ich bin nicht mit in den Sauna gegangen, lauter solche Sachen. Ja, und ich habe da keine Lust mehr drauf. Oder? Also bei mir gibt es jetzt nur noch diesen Weg. So, und wenn das heute missglückt, dann weiß ich nicht mehr weiter. Also. Und wie sieht das aus, Cappy-technisch? Du hast jetzt, also immer wenn man dich hier jetzt vor Ort gesehen hat, du hast immer eine Cappy auf. Ist das in deinem normalen Alltag auch so? Ja, sogar bei der Arbeit. Und sogar manchmal im Bett. Ja. Okay. Kommt ganz drauf an, mit wem. Aber ja, ich habe zum Beispiel war auf dem Geburtstag von meinem Bruder vor einem halben Jahr und da haben wir halt alle in einem Bettenlager geschlafen. Und ich muss auch echt sagen, da habe ich Kappe anzogen, bis Licht aus war, na wie die runter. Und dann lag die halt neben mir und ich habe halt direkt am nächsten Morgen, wenn ich schon die ersten Leute beim Aufstehen gehört habe, gleich wieder so unauffällig Cap an und aufstehen und ja, ich bin jetzt auch wach. Also, ach, ja. Crazy. Ja. Ja, was hast du dann heute, also du bist jetzt, ne, hast gesagt, bist aufgeregt, heute ist der große Tag. Was hast du für Erwartungen? Also du setzt dich gleich dahin und was erwartest du dir gleich von dem ersten Blick in den Spiegel mit vollen Haaren? Ja, also das ist eigentlich tatsächlich das Coolste an der ganzen Sache, weil ich irgendwie nicht weiß, wie ich mit Haaren aussehe. Also ich habe es mit Photoshop ab und zu probiert, aber es schaut natürlich nicht, man kriegt natürlich das nicht so hin, wie es in Wirklichkeit aussieht. Aber ich bin wirklich gespannt drauf, wie ich einfach mit Haaren aussehe. Und wenn ich morgens endlich mal aufwache und mir wieder durch die Haare fahre, also das ist so der Moment, ja, den ich kaum erwarten kann. Ja. Super, dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit mehr und es geht los mit Leos Transformation. Transformation dann, du siehst mega aus, viel, viel jünger als vorher. Wie Danke ist dir. Es bei dir? Wie fühlst du dich? Ja, krass. Ab heute kann ein neues Leben losgehen. So. Ich freue mich auf jeden Fall, das jedem stolz zu präsentieren, so auch meiner Family. Ja, wenn ich jetzt in den Spiegel schaue, muss ich auf jeden Fall zweimal schauen. Ja, ich schaue einfach komplett anders aus. Mein Gesicht hat wieder einen Rahmen. Ja, so, ja. Absolut. Du hast, wir haben gerade schon vorab gesprochen und du hattest natürlich ein paar Erwartungen. Ja. Wie sieht das jetzt aus? Wie war der erste Blick in den Spiegel, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich wieder volle Haare?
Also ich konnte es die ganze Zeit so ein bisschen mitverfolgen, vom Wischmob am Anfang, den man auf den Kopf kriegt, bis zum Schluss zu den fertigen Haaren so. Beim Styling konnte ich nichts sehen. Ich wusste nur, wie es so mit den geföhnten Haaren aussah und dachte mir schon so, okay, das wird nice. So. Das wird echt gut. Ja. Aber haben wir dann deine Erwartungen erfüllt? Haben wir sie übertroffen, auf jeden Fall, ja. Also ich bin echt happy. Ich freue mich, das allen zu zeigen. Ja, ich denke, ich werde jetzt ein paar mehr Selfies auf Instagram hochladen. So. Ja. Das ist sehr gut. Ja. Du hast gerade kurz nach der Transformation deinen Bruder direkt per FaceTime angerufen. Ja. Wie war seine Reaktion? Erzähl mal. Also ich muss sogar sagen, ich habe ihn nochmal angerufen danach und wir haben gescheit nochmal geredet im Licht und er hat gesagt, Bro, das sieht so krass aus, also es sieht so echt aus. Er hat gesagt, sobald es euch in München gibt, kommt der. Also der kommt sofort genauso und lässt es auch machen. Shut up and take my money. Ich will es auch haben. Ja, komm hierher. Alter, hier auf. Krass, oder? Ja, also, sehr gerne. Er feiert es echt mega. Ja. Kann direkt auch zu uns kommen. Ja. Wie wird das, also was denkst du, wenn du jetzt nach Hause fährst, deine Freunde, deine Familie, wie werden die darauf reagieren? Ja, es wird wahrscheinlich ungewohnt sein so. Aber ich denke, die werden mir auch ansehen, so dass ich das brauche, dass mir das halt gut tut. Und ich denke, die werden es echt auch feiern. Also ja, die werden es gut finden. Sehr gut. Wenn du hier jetzt rausgehst später und dann steht ein Leben mit Haarsystem an, wie wirst du damit umgehen? Also wenn du darauf angesprochen wirst, wirst du ganz offen damit sein? Ja, also mit den Leuten, mit denen ich halt so enger bin, mit denen werde ich es auf jeden Fall ganz offen kommunizieren. So, die wissen es auch eigentlich alle. Wenn mich jetzt jemand darauf anspricht, so coole Haare, dann werde ich auch nicht sagen, hier, ja, die sind nicht echt. Aber wenn jetzt jemand fragt, hey, ist da was gemacht, dann sage ich, ja, da ist was gemacht. So. Aber ich werde es nicht jedem unter die Nase reiben. Mhm. Ja. Jetzt hast du genau den Vergleich zu direkt nach der Haartransplantation und jetzt nach der Transformation mit dem Haarsystem. Vergleich das mal, kann man nicht vergleichen. Unterscheidet sich? Kann man nicht vergleichen. Also Haartransplantation, erstens Schmerzen, Angst, Zeit, die man mitbringen muss. Und hier ist eigentlich wie ein verlängerter Friseurtermin so. Und es sind keine Schmerzen, es sieht viel voller aus. Also ich denke, die Ergebnisse kann man nicht miteinander vergleichen. Also ich kann eben nur raten, die Haartransplantation vielleicht ein bisschen nach hinten zu schieben, wenn nicht sogar komplett weglassen und einfach Haarsystem tragen. Worauf freust du dich denn dann jetzt am allermeisten mit Haarsystem? Also was steht da an? Party, aufwachen, baden gehen, Wakeboarden, Surfen, Urlaub, also alles ohne Cap. Die Cap bleibt einfach zu Hause. Selfies machen, endlich mal wieder so auf Fotos und alles. Also ja, ich, keine Ahnung, kann es nicht beschreiben. Also wird auf jeden Fall mega. Ja, sehr cool. Ja. Jetzt eine Sache noch, du hast dir auch vorab unsere Videos angeguckt. Wenn sich jetzt jemand dein Video anguckt und auch überlegt, okay, lasse ich das machen oder nicht, was möchtest du der Person vielleicht noch mit auf den Weg geben? Keine Scheu haben, einfach auch durchziehen. Also ich kann es jedem nur raten, so Vorurteile auch ablegen, von wegen Toupet. Andere Leute zum Beispiel haben krumme Zähne, die lassen sich eine Zahnspange machen, braucht man sich nicht dafür schämen, kann keiner was dafür, genauso gut wie bei Haarausfall. Drum denke ich, wenn jemand unzufrieden mit seinen Haaren ist, dann soll er es machen. Also auf jeden Fall. Und man kann es auch nur empfehlen. Ja, so sehe ich das auch. Mega, freut uns auf jeden Fall, dass du jetzt Teil unserer OC-Community bist. Ebenfalls. Das war unser Talk mit Leo rund um seine Transformation. Wenn euch das Video auch gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne ein Like da, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, wir sehen uns ganz bald wieder.